is forever, ever, or to never mind. Oh, I. Einen wunderschönen, seid gegrüßt. Wir gehen direkt wieder in die Operation Blutroter Sommer und machen direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, es ist ein bisschen knifflig. Die ersten Gegner sind gerade mal eine Runde gespielt. Wir haben nur 12 Runden Zeit, müssen eine VIP hier wegbringen. Und überall sind Gegner und ich bin sehr gespannt, wie wir hier aus dieser Situation wieder rauskommen. Elite-Offizier, was haben wir denn hier? Was kann denn unser... liegt alles ein bisschen auch an Velo. Ich bin sehr gespannt. Schaffst du das nicht? Komm, du ballerst das Ding hier weg, dann geht die Dings ein bisschen runter. Feuer frei! Komm, Freddy. Sehr schön, damit ist ein bisschen was geschafft. So. Gizmo. Wir müssen uns ja auch noch ein bisschen nach vorne bewegen. Immerhin müssen wir die. Wir haben nur 11 Runden, das heißt, wir haben nicht ewig Zeit. So. Feuer frei. Oh nein! Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Na, ich hoffe. Sie haben mich gesehen. Ja, super. So. Das Spark versuchen wir mal mit dem Spark-Ding zu kriegen. Nee, das bringt mir nichts. Feuerschutzprotokoll aktiviert. Oh, Mira. Ja, schönes Ding. Rüstung hält stand. Ja, tut sie. So, Sanvento geht weiter nach vorne. Wo er sicher ist, da ist er nicht wirklich sicher. Mäuschen, du bleibst mal dort. Casey. Das Problem ist, ich bin hier in einer Situation, wo ich den nicht wirklich sehen kann. Ein bisschen mein Problem. Aber vielleicht kann Casey ihn übernehmen. Wir gucken einfach mal. Okay, theoretisch könnten wir sogar die 39 schaffen, es wird aber eng. Aber wir schalten ihn aus. An die 39% wären wir nicht rangekommen. Aber so ist auch gut. Leon hätte es geschafft. So, der ist abgeschaltet, das ist schon mal gut. Ich kann mich erstmal auf das Wichtige konzentrieren, den VIP irgendwie wegbringen. Dann höre ich schon wieder Gegner. So, Velo. Komm, hau ihn weg. Sehr schön. Ziel neutralisiert. Sehr gut gemacht. Tod von oben, ja. Sehr gut. Bin dabei. So. Gizmo darf sich weiter bewegen. Kein Problem. Zack. Oh oh. Oh oh. Das dürfte wohl Subjekt Gamma sein. Valen hat einen Vipern-König erschaffen. Yep. Das hat uns gerade noch gefehlt. So, das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen aufpassen. Jetzt mal gehen wir hier einmal raus. Schon unterwegs. Valens Schöpfungen werden es uns wohl. Oh oh. Nein! Oh. Wenn es die Position wechseln will. Ja. Das Vieh ist richtig böse. Bringt nichts.
Komm, Feuer. Komm, Gizmo. Das wird so wehtun. Der Viper-König ist kacke. Ist echt kacke. Weil er sich durchweg bewegen kann. Das heißt, er kann nur getötet werden. Der muss getötet werden. Los. Und das alles in 10 Runden. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das Gute ist, er bewegt sich in einer Tour und ich kann ihn hier mit allen abschießen. Sehr gut. Ich hoffe, das... Ich weiß nicht, was er macht. Oh oh. Das ist eine Art psionischer Riss. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wieso Valen der Kreatur diese Fähigkeit gelassen hat. Er will sich aus dem Staub machen. Erledigt ihn, bevor er entwischt. Ja, wie soll ich ihn erwischen? Wie soll denn das gehen? Krieg ihn ja gar nicht. Oh. Alles gut, alles gut, alles gut. Naja, doch, 2 abgezogen. Und jetzt hier. 4 abgezogen. Und er ist weg. Okay, ein bisschen zur Erklärung. Also dieses Vieh ist nicht ganz ohne. Das ist, also dieser König da, dieser Schlangenkönig, den kriegt ihr durch das eine DLC. Und da müsst ihr im Grunde... Na, was mache ich mit Casey? Jetzt komme ich. In eine Höhle einbrechen, dort kriegt ihr diese neuen Waffen und halt auch diesen Schlangenkönig. Und dieser Schlangenkönig muss getötet werden, weil im Grunde kann der euch greifen, macht euch bewusstlos und sorgt dafür, dass eure ganze Truppe nicht einsatzfähig ist. Und sobald er oft genug geschlagen wird, umso mehr will er die Flucht ergreifen, dann macht er diesen Riss und dafür gibt es diese Frostbomben, die kann man werfen und dann kann man ihn einfrieren für ein paar Runden und dann kann man ihn zerstören. Ja, so die Theorie in der Praxis, ihr habt es gerade gesehen, klappt es nicht. So, jetzt muss ich mich aber langsam mal sputen hier, weil ich habe nur noch 9 Runden und ich habe ein ganz schönes Stückchen noch zu laufen. So, komm, Velo. Deckung zerstören. Feuer. Okay, der ist weg. Gegnerzahl verringert sich. Noch ist keiner verletzt. So, das Spark geht auch mit vor. So. Feuerschutz wird aktiviert. So, Mira nachladen und nochmal Feuerschutz. Und jetzt gehen wir nach vorne. Jetzt müssen wir ein bisschen Strecke machen hier. Casey. Genug erwartet. Na los, zeigt euch. Das ist noch nicht so einfach hier. Okay, Velo muss nachladen. Menace 1-5, Vorsicht. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Okay, das heißt, wir haben so die großen Gegner alle erwischt, weil jetzt schicken sie Verstärkung rein. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich hier mal schnell nachladen. Biete Feuerschutz.
vor zum Ziel. So, der Spark läuft auch vorwärts. Maximale Sensorenreichweite. So, Mira. Tempo! Jetzt muss man Gas geben. Wechsle Position. Feuerschutz. Jetzt muss man Gas geben. Weil 8 Runden können ganz schnell zu Ende sein. Wir wissen ja nicht, was für Gegner hier noch kommen werden. Verstanden. So, vorwärts. Wird erledigt. Okay, da oben sind Gegner. Gleich sehr amüsant. So, ein Spark holen wir dorthin. Brücke vor zum Ziel. Und dann würde ich sagen, fangen wir ein bisschen an zu stänkern. Das hätte man anders haben können. Das war vielleicht nicht ganz so überlegt. Okay, Mira. Legen wir endlich los. Feuerschutz. So, Sanbendo, dein Auftritt. Und los. Ja, verdammt. Verdammt. Nein. Ja. Er war schüchtern. So, Casey muss auch ein bisschen nach vorn. Wir müssen ein bisschen Risiko machen. Sehr gut, Casey. Habt ihr das gesehen? Ja, was macht der für ein Blödsinn? Okay, der hat ein schwarzes Loch gemacht. Ist nicht ganz so schön. Oh oh, Casey! Casey! Sie haben mich erwischt! Ja, was war denn das? Irgendwas stimmt nicht. Oh nein! Die haben den vergiftet! Die haben die VIP vergiftet! Oh oh. Okay, so ein Bento ist auch vergiftet. Darf ich jetzt bitte wieder weitermachen? Danke. So, erstmal den hier hinten weg. Nein! Oh, er ist betäubt. Es steht noch. Ja, das sehe ich. Er sitzt eher. Brücke aus. Ah.
Bin sehr gespannt, was das gleich wird. Schnelles Nachladen läuft. Komm, wir müssen Casey retten. Das funktioniert so nicht. Komm, Mira. Sehr gut. Sehr gut. Willst du noch mehr? Mira zieht durch. Mira, legt euch nicht mit Mira an. Es ist. So. Wechsle Position. Das sah jetzt auch wieder so aus, als wenn er komplett daneben schießen wird. Feind terminiert. Zielobjekte lokalisiert. Oh, Krümel. So. Begebe mich zu dieser Position. Nachladen, okay. Ist noch die VIP und dann gucken, dass ihr so weit wie möglich hier wegkommt. Oh Gott, beide vergiftet. Casey. Kriegst du den? Sehr schön. Du warst kein Gegner für mich. Nein. Habe kaum noch Munition. Ja. So, alle da rausgeholt. Ist immer ganz schlecht hier in dem schwarzen Loch. Ganz schlecht. Ja, eher vergiftet. So. Jetzt geht's ab nach oben. Genau, Bewegung wird ausgeführt. Gebiet wird gescannt. Oh Gott, Mira muss ja extrem weit laufen. Alles klar. Und ab geht's. So, komm. Schnell wie möglich dich evakuieren. Umso eher gehst du mir nicht drauf. Genug erwartet. So, dann gucken wir mal, dass wir hier die VIP heilen. Heilbot unterwegs. VIP ist ganz wichtig. Ich fühle mich nicht so gut. Ja, das habe ich mir gedacht. So, jetzt wollen wir hier verteidigen. Na los, zeigt euch. Falls jetzt hier doch noch ein Gegner kommt. Positiv. Bin dabei. Bin auf dem Weg. Und Feuer. Sehr gut. Aktiviere Feuerschutz. So, Mira. Bin dabei. Dann können nämlich die ersten schon los.
mal unseren Bento. Du kannst schön. Nein, du kommst nicht hoch. Das kann doch nicht der Ernst sein. Du kommst tatsächlich nicht hoch. Bin dabei. Muss mit der VIP. Oh, die VIP kommt hoch. Sehr gut. Und evakuieren. So muss es sein. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Käse geht gleich mit. Wird gemacht. Ab nach Hause. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, es ist weg von uns. Nicht viel weg. Rücke vor. Spark, meldet sich ab. Bin dann mal weg. Bestätigt, rück aus. Bestätigt, Überwachung läuft. Na, aber du bist doch weg. Du sollst nicht bewachen, du sollst weg. Mann, 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 Mann. Na komm, Velo. Du auch noch. Und dann haben wir es geschafft. Genau rechtzeitig. Und damit haben wir diese Mission geschafft. Jetzt gucken wir mal, wen wir da überhaupt gerettet haben. Status bestätigt. Mission erfüllt. Okay, also. 3 Soldaten sind verwundet. 7 Feinde haben getötet von 8. Okay. Ja, das war eine, ach, der war ja der Slangenkönig. Okay, verursachter Schaden. Velo, meisten Angriffe hat auch Velo gemacht. Casey wurde am meisten angegriffen und am weitesten hat sich Gizmo bewegt. Nur denn. So, ach, Casey hat es auch erwischt. Ach, stimmt, durch die Schlangengeschichte. So ein Bento wird befördert, sehr gut. Okay, 7 Tage und 11 Tage, das geht ja immer noch. Aber mal gucken. Scharfschütze, so ein Bento. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch mal was. So, mal gucken hier. Illyrium-Kern und einen Kodex hören. Und wir haben Therese Larsen. Und der belohnt mich auch, beziehungsweise lobt mich. Einen Wissenschaftler haben wir bekommen und 94 Informationen. Das ist natürlich ordentlich für die nächste Woche. Da bin ich sehr gespannt, was das dann wird. Gucken wir hier rein ins Quartier. Alles gut. Alle am Lächeln. Nur 3 Leute hier. Was ist los? Wo sind die anderen? Hier liegen noch ein paar auf der Krankenstation. Vor allem ein paar viele. Was ist hier los? Hm. Na gut. Okay.
Da ist einer. Also irgendwie fehlen unsere Leute gerade. Wer weiß, wo die sich alle verstecken. Alle auf Station. Krankenstation. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.